Ja, theoretisch kann ich ihn hier hinstellen, aber das bringt mir auch nicht wirklich was. Und ich würde ihn am liebsten so hier hinstellen, dass der was bringt. Wie gesagt, dafür brauchte ich noch einen, den ich hier hinstellen kann. Ich stelle einfach mal die Kisten hier hin. Hier ist aber kein Platz mehr, wo sich noch einer verstecken könnte, oder? Okay, ich habe auch nichts übersehen und hier drin ist auch nichts. Und hier so mit Sekunde, wie hoch fliegst du? Genau. Ja, die wollte ich drauf lassen. Wie hoch fliegst du? Könnte was werden. Starthilfe. Klappt das? Ja. Das klappt. Hilft aber nicht viel. Die drehen sich aber auch nicht.
Ja, ich bin doof. Geschafft. Mac. Guten Heimweg. Und es geht wieder ins Forum. Gehenna Forensystem stellen neues Thread zur Verfügung. Dann zeig mal. Verschwundene Moderatoren. Nennt mich zynisch, aber es ist außer mir noch jemand aufgefallen, dass die Moderatoren verdächtig still geworden sind, seit das große Exposé im Re-Uri-Thread veröffentlicht haben. Ich glaube nicht, dass es jetzt still, dass sie jetzt still sind. Gut, weißt du was, dass ich nicht weiß? Ich glaube, Nave meint, dass nicht alle Moderationsdiskussionen öffentlich stattfinden und so sieht es schon seit einiger Zeit aus. Ich dachte, dass jeder wüsste, die haben vor Ewigkeiten angefangen, geheime Treffen abzuhalten. Leute werden verbannt, Einträge gelöscht, nicht nur gesperrt, sondern komplett aus dem Verlauf entfernt. Ich bin mir sicher, dass es eine vernünftige Erklärung gibt. Ich werde die Moderatoren anpingen und sehen, was sie zu sagen haben. Ja, dann hau rein. Jefferson Goldblum, Episode 127. Hey Leute, eine neue Folge. Ich kann nicht aufhören zu schreiben. Wir sind einem wichtigen Wendepunkt nahe. Die scheint eine der persönlichsten Episoden, die du bis jetzt geschrieben hast, zu sein. Ginnys Rede kommt sehr plötzlich, aber sie gibt dem Charakter viel mehr Komplexität. Oh nein, das ist nicht der lystronische Superantrieb. Selbst der Kriminalmagier fand es unmoralisch, ihn zu benutzen. Was denkt sich Dr. Lyon? Ich hoffe, sie schaffen es zurück. Sehr plotartig, nicht genug Charakterisierung. Lenkt die Serie in eine potenziell interessante Richtung. Vergnügen gleich True. Ich bin froh, dass sie ohne Gewalt bewältigt haben. Ich habe immer geglaubt, dass Dinosaurier ein Dinosaurianer, ein zivilisiertes Volk sein würden. Kurz nachdem ich das hier gepostet habe, hat Uriel mich befreit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deine Geschichten sind ein wichtiger Teil dieser Gemeinschaft, Mac. Uriel kann das nicht ändern. Dann lesen wir nochmal. Der neunte Akkord hallte durch die neunte Dimension. Die Dinosaurianer blieben abrupt stehen. Ihre Augen wurden rund. Sie ließen ihre Waffen fallen und verbeugten sich vor Ginny und Jefferson. Ehrwürdiger Gast, sagte einer von ihnen. Du hast unsere Nationalhymne ausgezeichnet gespielt. Ich bin John Malcolm, Anführer der Velociraptor. Motorradinitiative. Freut mich, dich kennenzulernen, John. Ich bin Jefferson Goldblum von Goldblum Institute und das ist Professor Ginny Hardy von Casorati Weierstrass Jazz Assemble. Es tut uns leid, dass wir euch beinahe angegriffen haben, aber ein anderer Angehöriger eurer Spezies ist kürzlich durch unsere Gemeinde gereist und sein Verhalten war sehr unangemessen. Das war Dr. Alien, mein Erzfeind, sagte Jefferson. Ich bin hergekommen, um ihn mit seinem Verbrechen zu konfrontieren und ihn vor Gericht zu stellen. Das war also sein Name. Ein fürchterlicher Schurke. Aber ihr werdet ihn nicht mehr in unserer Dimension finden, meine Freunde. Er ist zurück in die Menschenwelt geflüchtet. Er hat unsere wertvollste Erfindung mitgenommen. Den lystrojanischen Superantrieb. Er kann jedes Rätsel mit unglaublicher Geschwindigkeit lösen. John Malcolms Augen waren voller Bedauern. Oh nein, sagte Ginny. Mit dem lystrojanischen Superantrieb kann er das uralte Rätsel, das das Tor der mysteriösen Holomorphen beschützt, lösen. Und mit holomorphischer Technologie kann er die Menschenwelt beherrschen, beendete Jefferson ihren Satz. Das ist viel schlimmer, als ich dachte. Wir müssen etwas tun, wir müssen zurück. Jefferson rückte seine Gitarre zurecht. Du hast recht, Ginny, wie immer. Aber er ist uns so weit voraus. Können wir es überhaupt schaffen? Jefferson, ich war jahrelang gefangen und manchmal habe ich die Hoffnung aufgegeben. Aber mir wurde klar, dass ich weitermachen musste. Dass ich die Hoffnung nicht sterben lassen durfte. Auch wenn es unmöglich erschien, dass ich jemals entkommen würde. Denn die Alternative war Wahnsinn. Ich habe mir gesagt, dass ich entkommen würde, weil ich entkommen musste. Und genauso ist es jetzt. Können wir es schaffen? Wir müssen es schaffen. Und deshalb müssen wir glauben, dass wir es schaffen können. Und wir werden es schaffen. Um jeden Preis. Um jeden Preis? Sogar wenn wir dabei sterben? Wir können hier bleiben, weißt du? In der neunten Dimension würden wir wie demokratisch gewählte Regierungsoberhäupter behandelt werden. Du weißt, dass es richtig ist. Er seufzte, dann lächelte er. Er streckte seine Hand aus. Das wusste ich schon immer, Ginny, immer. Sie nickte und ergriff seine Hand. Packen wir es an. Fortsetzung folgt. Warum wurdet ihr hierher geschickt? Ich verstehe das falsch, aber wen kümmert es jetzt, bin ich frei? Freiheit ist gar nicht so toll. Sie besteht, insofern ich es beurteilen kann, aus jeder Menge Warten. Meine Erfahrungen zeigen, dass es nicht viel anders ist, als ein Gefangener zu sein. Mhm.
Mod-Diskussion, dringende Themen, Anhang 8+. Ich habe aber keine 8+, ich bin gerade mal 6. Gut, dann gehen wir halt zurück. Und aus diesem Rätsel wieder raus. Gut, hier geht's noch rüber zu weiteren Rätseln. Den Weg werde ich aber gleich erst einschlagen, denn zuerst renne ich nochmal in dieses Rätsel hier rein. Und bin gespannt, was hier auf mich wartet. Strahlentrivialitäten. Das könnte interessant werden. Mal sehen, was es hier so alles gibt. Hier ist ein blauer Konnektor, ein blauer Sender mit dem Dings da. Und hier ist ein roter. Hier gibt es den roten. Und hier gibt es noch einen blauen. Mit dem Ding. Okay, der erste Schritt scheint logisch zu sein. Du. 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 Das ist hier hinten noch. Hier ist das Ziel. Und ich muss hier blau und rot anscheinend reinstrahlen lassen, damit das aktiv wird. Ansonsten gibt es hier nur schöne Aussicht und Gitterstäbe. Und ansonsten nichts. Ja gut, dann hi. Und der dritte Konnektor, der mich komisch angezogen hat. Ja, so kann die Tür auch offen bleiben. Wie kriege ich denn jetzt die Strahlen da hinten hin? Okay, dich könnte ich so machen. Das ist aber offensichtlich blöd. Das wäre viel interessanter. Jetzt brauche ich nur noch eine gute Möglichkeit, den blauen Strahl irgendwie hier hinzulenken, und es gibt ja nur eine rote Quelle. Wenn ich die jetzt so koordiniere. Das genügt. Nicht. Hey, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. So. Du nicht. Du. 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 Und du.
Okay, du. Soweit so prickelt. Mist. So klappt das nicht so, wie ich das gern hätte. Was mir aber auch noch nicht helfen wird, weil ich muss ja den blauen noch besser hier hinsetzen. Wenn ich den hier hinsetze. Verbinden und den hier nochmal entfernen. Blau, 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 blüht der Enzian. Und rot. Und geschafft. Habe ich befreit? Wen habe ich befreit? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Doc. Doc ist jetzt auch frei.